und eine Weile lang zu Gast in der Seehundstation in Norden-Norddeich. Peter Lienau und sein Team kümmern sich um die jungen Tiere, die mutterlos auf den Sandbänken der Nordsee aufgefunden wurden. Mein Name ist Peter Lienau, ich bin der Leiter der Seehundstation Nationalparkhaus in Norden-Norddeich. Ursprünglich bin ich an sich Förster, aber die Wildbiologie hat mich dann nach Ostfriesland getrieben und so habe ich das große Glück, hier in dieser einzigartigen Institution seit nunmehr 13 Jahren arbeiten zu dürfen. Fütterungszeit. In diesem Jahr sind es 87 Jungtiere, die aufgepäppelt werden. 200 Kilo Hering täglich fressen die kleinen Robben. Sie müssen ein Gewicht um die 30 Kilogramm erreichen. Erst dann können sie ausgewildert werden. Zur Auswilderung werden die Tiere in tatsächlich Körbchen verpackt. Das ist nicht verniedlichend, sondern das sind einfach gute Boxen, wo ein bisschen Dunkelheit herrscht, die aber gut belüftet sind. Wir gehen damit auf ein Schiff und fahren in die Nähe eines wildlebenden Seehundrudels. Und dort werden dann die Tiere entweder direkt von Bord gelassen oder am Strand herausgelassen. Und dann können sie ihr altes Ökosystem wieder in Besitz nehmen. Ein Besuch in der Seehundstation. Wer nach Norden-Norddeich kommt, sollte sich dieses und andere Vergnügen nicht entgehen lassen. Doch nun zum ersten Tipp von Peter Lienau und der führt ins Ostfriesische Teemuseum. Die Ausstellung zeigt zum Beispiel, wie das heiße Getränk in den klassischen asiatischen Teekulturen zubereitet und serviert wird. Aber sie widmet sich auch den lokalen Gebräuchen. Hallo, ich wollte mir gerne Tee haben. Ein Elf Ötje. Ein Elf Ötje. Ist das möglich? Ist hier. Ja, na super. Nehmen Sie Platz. Ja, danke schön. Dann wollen wir erstmal eine Tasse Tee trinken. Ja. Der Tee spielt in Ostfriesland eine große Rolle. Im Museum erfährt man, wie er zubereitet wird und dass neben dem Geschmack noch andere Sinne gefordert sind. Klunt hier vorweg. Klunt hier vorweg, dass es schön knistert. Zum Schluss noch ein Schuss Sahne und, ganz wichtig, nicht umrühren. Im 17. Jahrhundert nahm die Vorliebe der Ostfriesen für den Tee ihren Anfang, zunächst als Medizin, dann als Genussmittel. Heute sind sie Weltmeister im Teetrinken. 300 Liter im Jahr werden hier getrunken. Und wenn man sich vorstellt, dass der Durchschnitt der Deutschen 25 Liter trinkt, dann kann man das mit Fug und Recht behaupten, dass wir weltmeisterlich sind. Nicht nur den Tee kann man sich hier immer abholen, sondern hier kann man auch ein ganz grandioses Museum erleben. Also wirklich von der Teeproduktion über die Verarbeitung, über den Handel und dann die Verkostung hier vor Ort. Wir bleiben beim Genießen. Gleich hinter dem Deich geht das besonders gut, sagt Peter Lienau. Seine Empfehlung? Das Restaurant im Hotel Fairhaus. Ganz früher kaufte man hier Karten für die Überfahrt auf die Inseln. Doch seit gut 100 Jahren beherbergt und beköstigt das Fairhaus Besucher. So, der Herr Lienau. Super, der Herr. So, wie gewünscht heute Mittag. Seetag mit den Jungs. Peter Lienau bespricht sich hier schon mal mit seinen Mitarbeitern oder lädt Gäste der Seehundstation ins Fairhaus ein. Wer in Norddeich eine hervorragende Fischküche genießen möchte, der ist im Fairhaus sehr, sehr gut aufgehoben. Also wirklich vom Rotbarsch bis zur Seezunge und Seeteufel kann man hier alles genießen. Und das wollen wir jetzt auch tun. Und nach dem Essen? Zeit für einen Spaziergang. Der beginnt am noch bewohnten Wasserschloss eines alten friesischen Adelsgeschlechts. Das ist das Häuschen von der Familie Tido, Graf von Inn und zu Kniphausen. Wir wollen aber heute nicht stören. Es ist aber so freundlich, der Öffentlichkeit seinen Park offen zu halten. Und da gehen wir jetzt mal rein. Der Schlosspark Lütetsburg, die dritte Empfehlung von Peter Lienau. Es ist der größte englische Landschaftsgarten in Ostfriesland, entstanden Ende des 18. Jahrhunderts. Wenn man sich das hier so anschaut, dann weiß man, das ist ein Ort der Ruhe und des Entspannens. Deswegen gehe ich hier unglaublich gerne mit meiner Familie spazieren. Vom herrlichen Park im baumlosen Land sprach schon der Dichter Theodor Storm. Denn solche Bäume gibt es in der Gegend sonst kaum. Der Park ist aber auch Heimat für Tiere. Ein kleiner Spaß am Rande, darf der Graf aber auch nicht wissen, ist, dass Anfang August die Blattzeit des Rehwildes ist, die Paarungszeit.
Und die Böcke verfolgen ihre Ricken und die stoßen ganz bestimmten Ton aus. Und wir haben hier so viele schöne Buchen und damit kann man das nämlich nachahmen. Ein Rehbock lässt sich nicht blicken. Die Paarungszeit ist gerade vorbei. Bleibt die Idylle des Augenblicks zu genießen.